Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Divinity Original Sin. Mit am Schlachten ist der gute Subchamp. Hi ho. Und ich, der Sam. Und was ist dein neuestes Opfer? Der Händler? Genau, der Händler wird jetzt reintrauben. Also wir töten jetzt alle Orks. Also nachdem wir es ja geschafft haben, Okay. Wow, er lebt immer noch. Und er ist nicht mehr dabei, mit uns zu kämpfen. Ernsthaft? What the fuck? Doch, jetzt dann. Weil mein Angriff jetzt ankam. Okay, das ist irgendwie merkwürdig, die ganze. Also die Stadt kriegt man nicht gegen sich auf, anscheinend. Nee, ich weiß auch nicht. Wir sind Level aufgestiegen. Ja. Gleich mal gucken, was man hier aufwerten kann. Ja, nur Fertigkeiten. Ach, gibt's keine. Oh, ja. Haben wir Armbrust bei Heidi? Hier müssen wir die ganzen Bilder wieder mit, bevor die alle verbrennen. Ja, ist egal. Kann ich bei mir noch irgendwas Sinnvolles machen? Jetzt mal Geomant und Hydrosurf habe ich auf Maximum mit 5. Ah ja. Und es sieht ja nicht so aus, als könnte man höher gehen. Deswegen mache ich jetzt Hexerei. Ja. Oder gibt es irgendwas, wo man irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Intelligenz kriegt? Wie man sie jetzt kriegt? Nö, nee, glaube ich nicht. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Yeah. Oh, ich mache ja das. Gut, tja, weiß auch nicht. Wir müssen mal gucken, ob wir hier irgendwie fortfahren können. Was ist denn mit diesem Rattenfänger denn? Ach nee, der hat ja nur so eine komische Mission, die egal ist für uns, glaube ich. Ist egal, die töten wir einfach so. Was musst du denn als nächstes machen? Ich habe absolut keinen Schimmer. Ich töte jetzt den Rattenfänger. Okay. Ach, der ist vielleicht ganz gut. Das ist krass, wie es hier nicht interessiert. Ich weiß auch, es ist echt schlimm in dieser Stadt. Ja, ist schlimm. Mann, das interessiert keinen. Doch, jetzt haben wir ein paar. Okay, doch, jetzt haben wir ein paar mehr Kämpfe hier. Irgendeine Cordelia. Ja, die da hinten, die rote Hexe. Die rote Priesterin. Ich hab absolut gar keinen Schimmer, was wir eigentlich machen müssen. Tja, deswegen immer das Beste, wenn man einfach sagt, alles töten. Echt, hier müssen wir, ja, beim Ende der Zeit waren wir, ja. Ich habe echt absolut keinen Schimmer. Ich glaube, wir müssen mal eine Komplettlesung kontaktieren zur nächsten Folge. Es ist ja dieses, weißt du, wir sind in einer Generation aufgewachsen, wo es was nicht gab, ja. Man konnte nicht einfach ins Internet gehen und gucken, musste sich durchprügeln. Ja, aber jetzt kann man es ja. Ja, das ist, wir verlernen zu spielen. Wir verlernen es einfach. Weißt du, wir richten uns immer an Komplettlösungen und finden selber nichts mehr heraus. Ja, so ist, wenn wir es aufnehmen, dann haben wir auch nicht mehr so viel Zeit, um 50.000 Jahre lang um was rauszufinden. Das ist hier quasi die Casualisierung des Abendlandes. Das war der schlechteste Eissplitter aller Zeiten. Ja. Voll gegen die Wand. Mach sogar ich besser. Oh, du bist erkrankt. Oh Gott. Lass mich in Ruhe, ja, komm mir nicht so nah. Konstitution minus 3. Na toll. Jetzt habe ich nur noch 1700 Leben. Ich helfe dir mal. Endlich kannst du es mal benutzen. Ja! Aber effektiv hat es mir trotzdem damit 800 Schaden zugefügt. Ja, ach mein Gott. So. Dafür ist sie draufgegangen. Das ist gut. Sie und versinkt vor Scham im Boden. Von der Säure zu. Oh, Heidi hat Angst. Ach, jetzt greift er mich an, ernsthaft. 449. Na, hat er noch eine Attacke? Oh. Hätte ja sein können. Erstaunlich, ich hab's überlebt. Das stimmt. Der Angriff ist irgendwie viel zu schwach eigentlich dafür, dass er so brutal aussieht. Ne? Ja, finde ich auch. Schrecklich. Das bringt nichts. Oh, da unten ist mir aufgetaut. Ja, stimmt, den gibt's ja auch noch. Der ist schon ganz vergessen, den Rattenfänger. Ja.
Weil es so eine Küte ist, kann ich ihn ja auch einfrieren einfach. Ja. Auch wenn er fast tot ist. Ach komm, Nahkampfangriff. So. Seine Weichteile gestoßen. Was soll ich, nach so viel Spielzeit hat man teilweise auch einfach nicht mehr die Geduld, jede komische kleine Quest noch zu machen, die irgendwo hängt. Ja, ich sag mal, wir haben auch jetzt nicht so viele Quests gemacht, um ehrlich zu sein. Das stimmt, aber man will ja irgendwann einfach mal fertig sein. Aber es liegt auch so, finde ich, ein bisschen an diesem nervigen Quest-Log. Dieses Tagebuch, ja. Das ist so schrecklich. Es ist zwar einerseits, ist es realistisch gehalten in der Hinsicht, weil du in echt hast ja auch keinen Marker einfach und weißt, wo du hinrennst und so weiter. Das stimmt. Und das haben sie ja auch irgendwie so ein bisschen so gemacht, aber trotzdem. Naja. Also spielerisch ist halt irgendwie nervig. Das stimmt. Also vor allem heutzutage. Ist halt ein Oldschool. Ja. Das macht super Spaß, aber irgendwie, wenn man so ein Let's Play macht, dann hat man immer so einen gefühlten Zeitdruck, habe ich so für dich. Ja. Merke ich ja immer selber. Wenn du dann wieder einen deiner verrückten Pläne verfolgst. Aber die funktionieren immer. Oh, hat sich nicht angesteckt. Okay, gehen wir in dieses Haus hier rein. Gott, was für Sachen hier noch rumliegen, ey. Oh, ja gut, es ist aber so viel Zeug. Ich kann es gar nicht alles einsammeln. Ja, ich habe die Gemälde, ich weiß nicht. Dort ist noch jemand, den töten, können wir noch töten. Ich habe die Gemälde einfach mitgenommen. Und das muss dann auch passen. Mach hier mal mein Eisschlitter. Wie viele Leute hast du da gerade eingefroren? Keine Ahnung, habe ich im Haus auch getroffen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Weiß ich. Ich habe keinen Schimmer. Eigentlich habe ich nur den einen erwischt, glaube ich. Ne, stimmt. Es hat nur so viel angezeigt irgendwie bei mir. Ja, merkwürdig. Machen wir den Angriff einfach mal. Immer 127. Jo. Oh, den hier. Also siehst du ja, wenn du schon bei einmal in der Pläne ungeduldig bist, wie geduldig bist du dann herauszufinden, was wir jetzt nächstes machen müssen? Das stimmt. Aber selbst wenn, ich bin auch nicht so geduldig, dass ich da irgendwie stundenlang verbringen kann, um herauszufinden, was ich jetzt dann endlich machen muss. Ja. So viel Zeit habe ich auch nicht, als dass ich da unbedingt das ewig lang mir angucken will. Du wirst halt einfach irgendwann wissen und weitermachen. Das stimmt. Und verbrannt. Sehr gut. Sehr schön. Dann Leitfaden zur eleganten Folter. Gehen wir hier in die Taverne rein. Also ich finde es aber schön, wenn Entwickler sich auch so viel Mühe machen, so wirklich Bücher und so weiter zu machen, aber wenn die ja wirklich so tausende von Bücher haben, mit teilweise 5 Seiten oder so weiter, hat man irgendwie gar keine Lust, die alle zu lesen. Ja. Die lassen sich auch nicht reizen in dieser Stadt. Ist das ein Witz? Das stimmt. Oh, infektiös erkrankt. Immer noch nicht? Komm, jetzt auch, oder? What is Stadt ist ein Haut ab. Ist das ein Scherz? Kann ich da den Feuerball irgendwie reinschießen? Treffe ich jemanden? Jawohl. Seriously? mach mal einen Tornado, ich will rein. Aber was ist denn los, ey? Als wollte das Spiel nicht, dass wir hier alles abmetzeln. Jetzt haben sich gegenseitig mit Brand angeschickt. Sind sie wütend genug? So gut. Ich hatte auch eigentlich einen hier infiziert, aber das interessiert auch das Spiel. Nö, hast du recht. Oh, ich verpiss mich. Na, tschüss, Welt. Ja, brenne. Und gleich noch einer? Nee. Ja, genau. Verfehlt das Skelett aus nächster Nähe. Das ist Qualität. Sehr effektiv. Machen wir hier einen Felsen. Bam. Zermatscht. Sieht doch richtig gut aus, wie sich die Erde verformt an der Stelle. Ja. Auch wenn es nur grafisch ist. Die Skelette da die reinmarschieren. Dein Angriff reicht so. Yeah! Nett. Hoffe ich noch einen? Sehr gut. Oh. Hier, damit du rein kannst. Vor allem ist irgendwie witzig, dass der Tornado so viel besser ist eigentlich als der Feuertornado.
Ja, das stimmt. Wenn es noch mehr Schaden machen, dann würde ich echt feiern. Ja. Vor allem, der sieht doch so aus, als würde er Schaden machen. Also, wie viele Schläge hat denn der? Jetzt habe ich mich auch gerade gefragt. Das Schläge hat der echt ohne Ende. Eigentlich spite er ja quasi sinnlos hier. Kommt ja nicht mal bis zur Tür. Oh. Oh, jetzt bist du auch erkrankt. Das Skelett auch. Das Skelett ist auch erkrankt. Irgendwie witzig. Naja, beim Skelett ist nicht so wichtig. Der hat zwar seinen Knochen nicht geschützt. Die Spinne. Ach, der. Sehr gut. So, ob wir die Chance haben. Aber die zwei, die drei, die da hinten am Tisch sitzen, die juckt das auch nicht, die Boden. Das ist unglaublich in dieser Stadt. Was? Durch die Mauern durch. What? Interessant. Was ist wirklich denn los? Ich verstehe nicht, was hier los ist in dieser Welt. Ach, da kommt hier dieses infizierte Skelett angerannt und kotzt dir quasi erstmal entgegen. Erstmal die Truhe beklauen hier. Ich muss hier erstmal rein. Ich geh da mal weg. Jups. Die sitzen gerade so angenehm da. Hat sie auch Zeit, sich zu beschweren? Glaubst du? Haben wir keine Erfahrung gekriegt? Keine Ahnung. Also zwei sind tot. Ah, und der andere steht ein wenig. Das sind alles Trottel, ey. So unglaublich. Ich verstehe das nicht. Vielleicht dürfen wir auch noch gar nicht hier sein oder so. Aber vielleicht dürfen wir hier niemanden töten. Ich verstehe nicht, warum die sich hier nicht wehren. Ich verstehe es auch nicht. Die metzeln die alle nieder und es interessiert den Leuten einen Scheiß. Oh, die Tore zählen gerade. Yo. Wie er getanzt hat. Witzig. Meteorgranate. Mach schon wieder weg alles. Na dann. Eisfall. Prächtiger drakonischer Wasserzauberstab. Hört sich gut an, aber ist irgendwie ziemlich scheiße. Und da ist noch einer, ein Bergkrieger. Ja, ich geh in den Keller. Ah, hier unten laufen Leute lang. Ah, schön. Bergkrieger. Oh, kann man die Tür einfach mal öffnen, bitte? Ah, sehr gut. Das wollte ich doch nur. Hey, du bist jetzt auch hier unten? Ah, du bist im Kampf? Ja. Gegen wie viele? Gegen zwei. Ist ja witzig. Aber ich kämpfe nicht. Ich habe dafür meine Handlanger. Bewegst du gerade ein Bett? Was war der Gefangene? Siehst du das? Hast du es gerade gesehen? Was denn? Oben in der Ecke im Kerker ist ein Gefangener, hat sein Bett weggeschoben und angefangen zu schaufeln. So gut. Das ist super. Oh, ich krieg Feuer angewabt. Jetzt haut euch direkt tot. Ja, Heidi ist ja auch fast tot, sich gerade. Immun gegen Brenn. Oh, stimmt. Ist mir auch nicht aufgefallen. Ich habe gar nicht dran gedacht. Ich auch nicht. Brennt sieht mir viel besser aus. Aber wie sieht deine ganz schön spärlich aus? Hast du gar keine Rüstung an oder so? Ich weiß nicht. Nö, eigentlich hat sie. Merkwürdig. Ja. Kurios. Ja. Ah, bluten, sehr schön. Gutes Skelett. Jawohl. Man merkt aber den Levelaufstieg. Jetzt kannst du mich einmal mehr angreifen irgendwie. Na, was kommt jetzt? Und ist es Gift? Er lebt ja auch noch. Okay. Na, Heidi ist wahrscheinlich gleich tot. Ein Stück zu weit weg, das ist ärgerlich. Moment. Ich verstehe gar nicht, warum jetzt Kampf war, nur weil du hier runtergekommen bist. Als ich runtergekommen bin, war ja auch kein Kampf. Ja, weil ich die andere. Er klebt schon wieder. Das ist so gut, oder? Ja. Reicht das jetzt? Ach, guck mal, hier ist diese Höhle, wo wir waren mit diesen Pilzköpfen. Oh, der war gut.
Ich habe zumindest versucht, mal aus nach unten, dass Heidi vielleicht noch eine Runde schafft. Ah, der kommt zu mir, das ist gut. Ach, wie jämmerlich. Du blutest. Ach. Und er hat sich geheilt. Ja, bin ausgewichen. Ist, aber dafür kann ich mehr angreifen. Ich bin nochmal ausgewichen. Oh. Alter. Elegant tänzelst du um ihn herum. Ist das Hammer. Und tschüss. Was? Hä? Hä? Da ist aber nichts dazwischen, was hätte abwehren können. Was war das denn für eine Scheiße? Gott, dieses Spiel manchmal. Okay. Oh, es reichen ja wenig für den letzten Angriff. Oh, toll. Thorns in your eyes. Oh, der hat doch Leben. Das gibt's nicht. Er lebt tatsächlich noch. Wie viel Leben hat er wohl noch? Ein Leben? Kann, ich schlage zu. Tod. Hast du vorne Tenebrium oder was hast du da, dass die immer so zittern? Das blitzt einfach nur. Ach so, ach stimmt, Tenebrium würde sich bestimmt irgendwie komisch verätzen lassen oder so. Keine Ahnung. Kannst ja heilen ansonsten. Na, so viel AP habe ich gar nicht mehr. Oh. Ich habe nicht so viel AP wie du. Puh, dann. Nice. So. Einmal selbst explodiert, mal. Wir haben so wieder noch die Gebeine drum liegen. Die Gedärme, ey. Von Innereien. Oh, geht doch hier. Oh, hier, ich habe ein Gespräch. Ja. Ist ein Gefangener. Ach, eine okay. Orange. Er weiß, wo sich die Diener Saubers, also sie kennt einen, der weiß, wo sich die Diener Saubers verbergen. Sie ist das nicht mehr? Ja, sie weiß, also sie hat einen Freund und der weiß, wo der Zauber sein Diener hat. Ist es eine Frau, die da in dem Raum ist? Ist doch ein Mann. Achso, das ist ein A. Sind zwei drin in dem Raum. Okay. Er hätte es ein Gefangener, hat er auch was Interessantes. Okay. Okay, habt ihr sonst noch was? Ja, lassen wir die halt einfach mal da, damit sie auch die No-Länder holen können. Ich glaube, wir haben No-Länder nicht aus Versehen schon getötet. Wer ist das? Jemand, der ist bestimmt, der ist bestimmt gestorben. Ach stimmt, waren wir nicht hier, um irgendwo einen Zauberer zu töten? War doch was, ne? Wir haben sein Haus gefunden. Haben wir ja die Leute da getötet da drin. Ach, wir können diese Tür nicht öffnen, was ist das denn? Ja, wenn es sieht so aus, als könnten wir sie nicht öffnen. Gibt es hier keinen anderen Schlüssel mehr? Ist... Hier hinten geht es doch noch weiter. In den Folterkeller. Ah, sehr schön, so muss das sein. Ist der auch der Zauberer? Nö. Ja, oh, Nolan. Was, Nolan? Das ist ein Nolan. Ach, der liegt da, oder was? Ah, siehst du, das ist der Typ mit dem Wissen. Das heißt, der muss überleben. Aber der kann, glaube ich, gar keinen, hat, glaube ich, gar keinen Lebenslässe, oder? Doch, hat er. Oh, da muss er überleben. Okay. Dann töte ich ihn halt. Hä, wo, der hat ja auch keine Lebensweise. Also ja, der, ich meine, der ist oben nicht in der Leiste, das heißt, er ist nicht am Kampf dabei. Ja, das stimmt, aber sterben kann er trotzdem. Ja, aber nur wenn man, wenn ich aus Versehen so einen Angriff über ihn liege. Ja, ja. Okay. Wie weit kriegt das Skelett rein? Ah ja, sehr schön. Jetzt ist er flankiert. Das ist gut. Passiert da mehr Schaden? Ja, das klappt nicht. Sehr gut.
die Angriffe immer so teuer sind. Ja, das ist echt traurig. Naja, so. Zack. Und noch ein Angriff und tot. Jawohl. Sehr schön. Es ist da oben nur noch der eine, der Lore. Ja, das habe ich eigentlich gewartet, bis der raus ist irgendwie. Mit dem Skelett komme ich quasi nicht an ihn ran. So. Jawohl. Sehr gut. Gut. Und da läuft Nolan rum. Dann können wir ihn ja befragen. Ach, ganz plötzlich läuft er rum. Jetzt sind nicht mehr. Ach ja, toll. Okay. Ja, seid ihr einer von denen? Sagt mir, wo sich die versteckten Dorfbewohner aufhalten. If you can prove your goodwill, that is it, if you can help me escape this terrible place once and for all, I tell you all. Perhaps if you can help me, you'll be able to help them too. The tunnel out is here. Diese Leute haben wir da umgebracht. Ja, so besser, ne? Ja, guck mal, wo uns hinführt. Der führt uns gar nicht hin. Der bewegt sich auch nicht. Hätte uns so einen Tunnel gelatscht. The tunnel out is here somewhere. If you... eine Schriftrolle. So, wo ist jetzt der Tunnel? Entferntester Raum. Bewegt er sich jetzt? Der bewegt sich aber auch kein Stückchen. Wo könnte denn dieser Tunnel sein? Entferntester Raum. Denn es gibt noch einen geheimen Schalter hier unten. Ach, guck mal. Vielleicht hinter dieser... Ah, vielleicht müssen wir diese Mauern kaputt machen, oder? Ach, der Tunnel ist hier irgendwo im entlegensten Raum, wenn mich meine Sicht nicht enttäuscht. Zum Glück könnt ihr euch jetzt frei bewegen, da ihr diese Wachen losgeworden seid. Der kann ja nur in diesem einen Raum hier sein. Ach, guck mal, der Tunnel ist der, wo wir schon waren, glaube ich. Da liegen ja überall Leichen, wenn du hinter die Wand guckst. Ja, ich weiß, aber wie soll man da hinkommen? An der anderen Seite, aber vielleicht ist irgendwo ein Scheiter an der Wand oder sowas. Ach, glaubst du schon jetzt Scheiter? Ja, ist ja nichts Ungewöhnliches hier. Ach, warte mal, der Typ hier hat doch andauernd dein Bett verschoben. Ja, stimmt. Das kann es natürlich sein. Musst du das Bett immer verschieben oder keine Ahnung was? Nö. Dann kam er wohl nicht sehr weit mit dem Arbeiten. Oder müssen wir ein anderes Bett verschieben? Da lege ich mich jetzt rein, wenn ich mal an. Ja. Sehe ich einfach nehmen. Achso, nein. Ach, hier ist der Schalter. Haha, der sitzt ja in Spinnweben. Ah, sehr schön. Ach da, ich hab da nachgeguckt. Böse getan. Jetzt müssen wir den Typen Bescheid sagen, oder? Das stimmt. Ich geh schon. Komm mit der Kamera auch gar nicht mehr zurück jetzt. Sehr gut. You made short work of those monsters. Please, you must help the others if... Tja, und? Okay. Das sieht er nicht. Ja, auf einmal nochmal der Vollständigkeit aber in den Tunnel. Genau. Verziehen wir uns. Vielleicht sollten wir uns mal heilen, vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Also ich bin voll geheilt. Ja, so ein Pilz sind ja alle schön tot hier. Nö, hier waren wir ja schon, also. Ja. Nachtkappen. Hier gibt's auch nichts weiter. Naja, kommen wir dann wieder raus und sehen wenigstens, wo wir wieder raus sollen. Sehr gut, Heidi, du bist durchs Gift gelaufen. So. Wir sind frei. Und jetzt? Tja. Jetzt haben wir Nolan geholfen noch eigentlich, ey. Der Rattenfinger ist tot. Achso, wir können auch Katzen noch Bescheid sagen. Ach ja, richtig. Der hatte doch gesagt, dass irgendwie der böse ist. I wonder what the orcs want with all this boat. Make a chandelier, most like. And a very ostentatious one it'll be. Nee, es ist Aru, wo ist denn die andere Kanzel?
Die war doch nach oben gerannt, oder? Ins Dorf, glaube ich. Kann sein. Ich will dir ja noch Bescheid sagen. Ich hoffe nur, nicht, es hat nicht irgendein ein böser Mensch die ganzen Dorfbewohner in diesem Versteck umgebracht. Da ist er ja. Esmeralda war, hieß, nee, Jinkska. Hallo again. Do you bring good news? They've survived this carnage so savages, but you're not. They must be squashed, every last one of them. Oh, wonderful, wonderful, wonderful. There may be hope for my friends yet. If you would, you could find them and help them as their hiding place is enchanted, you see. Crafted by the wizard himself to hide those he held dear. They've concealed themselves in a cellar outside their home. Ich glaube, die sind tot. Ich habe da so Schreie gehört. Weiß ich. Ist es das, was sie gerade so beschrieben hat? Ja, so magisch, Keller vom Zauberer, definitiv. The dog looks up at you. Das war jetzt schon im Haus des Zauberers. Super, und jetzt? Tja, keine Ahnung. Wir können aber an der Stelle erstmal die Folge wenden. Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio. Ciao, ciao.